Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Age of Empires 4 und wir sind heute nicht alleine am Start. Wir haben einen Gast mit dabei, beziehungsweise wir sind zu Gast bei... Botkin Arrow, guten Tag. Auch ich nehme dieses Video auf, von daher perspektivisch variantenreich heute. Sehr gut. Schön, dich dabei zu haben. Es ist ein bisschen was her. Ja, tatsächlich ein paar Tage her, ja. Aber ist doch schön, mit Age of Empires 4 jetzt am Horizont gibt es einen sehr, sehr guten Grund, mal wieder was zusammen zu starten. Du hast natürlich hier einen ordentlichen Vorsprung, weil du mit Age of Empires 2 sehr, sehr, sehr gut klarkommst, dich da sehr gut auskennst und das sehr viel gespielt hast. Und da profitiert man bei Age 4 auf jeden Fall von. Ja. Wovon ich anscheinend gerade nicht profitiere, ist nach wie vor meine PC-Leistung. Mein Ladebalken, der ist einfach genau da geblieben, wo er war und eure haben sich weiter bewegt. Ja, aber ja. Er bewegt sich schon mal schneller als vorhin. Wir haben das vorhin schon mal kurz versucht. Wir müssen noch irgendwie die Einstellung finden, dass Botkin das auch aufnehmen und spielen kann. Ja, genau, ohne also dass er PC dabei. Ich muss nochmal früher upgraden, als ich das ursprünglich geplant hatte. Aber wir bleiben erstmal optimistisch. Da muss man dann durch. So ist das, ja. Richtig. Was wir in unserem ersten Aufnahme. Ah, guck mal, der ist bewegt auf jeden Fall. Ja, ja. Vorhin. Da schon anmoderiert hatten, so ein bisschen, war unsere Völkerauswahl. Ich habe mich jetzt hier mal fürs Heilige Römische Reich entschieden. Derome für die Chinesen und bei Mate Mantella, das ist der Rafa, der spielt die Engländer. Vollkommen richtig. Wir spielen gegen KI auf Mittel, gegen Engländer, Abbasiden-Dynastie und das Heilige Römische Reich. Damit sind alle vier Völker, die jetzt hier in dieser Stresstest-Phase zu spielen sind, irgendwie auch vertreten. Das ist doch ganz schön. Man muss dazu sagen, dass wir hier jetzt auf Mittel spielen, damit wir halt irgendwie nebenbei ein bisschen moderieren können und uns hier nicht völlig irgendwie aufs Spiel konzentrieren müssen, sondern halt ein bisschen entspannt spielen können. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Spielbar, spielbar, Botkin, oder? Ja, alles super. Alles perfekt. Gut. Nice, ja wunderbar, ja, dann haben wir es auch geschafft. Grafisch auf jeden Fall auch besser aus als auf meiner ersten Aufnahme, die ich hoffentlich zu diesem Zeitpunkt bereits hochgeladen habe. Das würde chronologisch auf jeden Fall Sinn ergeben. Ja, also, zweites Video übrigens hier jetzt Kooperation, also beziehungsweise andersrum. Erstes Video Kooperation, dann zweites Video, wir laden das Spiel. Ja. Ganz genau. Ja. So, ich habe es in meinem ersten Video auch schon so ein bisschen zu dem Thema besprochen, dass ich natürlich aus der Close Beta mir so eine Art Build-Order bereits etabliert habe. Ich will es nicht 100% eine Build-Order nennen, aber so ein paar Ideen. Die aber natürlich sehr nah an meinen Age of Empires 2 Erfahrungen dran sind. Aber ihr scheint was Ähnliches zu machen wie ich am Anfang. Von daher sind wir zu ähnlichen Erkenntnissen erstmal gekommen, sage ich mal. Aber das meiste, also in jedem Age of Empires geht man erstmal stark auf Nahrung. Von daher, klar, keine Überraschung. Siedler bauen und also haben wir auch schon bei unseren Videos, die wir gemacht haben, gesagt, wir haben ja jetzt irgendwie angefangen, erstmal die Völker alle vorzustellen. Es ist natürlich jetzt irgendwie noch keine konkrete Strategieanweisung. Man muss jetzt wirklich erstmal abwarten, auch wie das Spiel sich halt irgendwie spielen wird, welche Mechaniken inwiefern relevant werden. Man muss auch gucken, wie das Balancing sich am Anfang komplett verhält. Das ist halt im Moment noch überhaupt nicht abzusehen. Bei Dero geht gerade wieder der Sturm los anscheinend. Der hat echt Probleme mit dem Laptop-Lüfter. Lasst euch davon nicht irritieren. Das hat damit kann es also auch meiner sein. Also, ich meine, man weiß es nicht. Gerade. Und ich habe das Fenster wieder offen, also insofern, das könnte auch daran liegen. Ein richtiger Sturm sein, also. Right, ja. Ja, oder eine Straße. Nee, also eher einer von Autos. Was sag mal, wie age man denn mit den Chinesen? Du bist mit allen Völkern gleich, so wie bei den Chinesen in Age of Empires 3, du baust halt die Gebäude. Okay, warum habe ich denn hier überhaupt keine Wunder zur Auswahl? Bin ich dämlich? Du musst auf einen Dorfbewohner klicken und dann auf T, dann hast du die die beiden Wunder, die es zur Auswahl gibt. I see, okay, stimmt, es gibt... Bei den Chinesen kannst du sogar das andere dann, wenn du in der nächsten Zeit bist, auch bauen. Also das, was du nicht gebaut hast, hast du nach wie vor zur Verfügung. Und damit erreichst du dann deine nächste Dynastie. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache, auch das andere Gebäude irgendwann zu bauen. Und, verstehe. Ich habe auch gemerkt, es ist doch anders als bei H2 und 3. Auf jeden Fall lohnenswert, früh auch auf Gold zu gehen. Ja, weil man eben zum Age 200 Gold braucht. Ja. Und dieser fucking Schneider, der mir hier rumfliegt, der ist jetzt auf meinem PC gelandet. Du bist einfach so ein Naturbursche. Das ist einfach. So ist das, ja, so ist das. Nah dran. Ja. Also nah dran.
Habt ihr schon ein bisschen Heiliges Römisches Reich probiert? Ich habe vorhin Heiliges Römisches Reich ein bisschen gespielt. Ist ganz interessant halt mit dieser Heilereinheit irgendwie am Anfang, wo man halt jetzt mal schauen muss, ob es Sinn macht, die vielleicht sogar schon am Anfang zu bauen. Ich meine, die kostet 100 Gold, wenn mich nicht alles täuscht. Ist natürlich auch nicht wenig. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass sich das auch entsprechend lohnt, weil es ja einen Sammelbonus praktisch gibt. Muss man halt mal gucken, wie viele Siedler das Ding gleichzeitig buffen kann und wie hoch dann dieser Bonus ist. Ja. Also bei mir kann ich es mal kurz zeigen, das ist der Prälat, kostet halt 100 Gold, ist so eine Art Mönch, aber der kann halt verbündete Einheiten zwar nicht nur heilen, sondern auch Dorfbewohner inspirieren, die dann halt besser arbeiten quasi. Ganz genau. Habe ich jetzt hier, mache ich jetzt gleich in der zweiten Zeit vielleicht einfach. Oh, ich muss ein Haus bauen, sehe ich gerade. Was ich ganz schick finde, ist, dass die Häuser mit so einer Art Büschen und Feldern nebendran kommen. Aber es ist auch ein bisschen irritierend. Ja, generell finde ich, also optisch ist das Spiel wirklich nochmal richtig, richtig gut nachgelegt, finde ich. Also es ist, natürlich ist es irgendwie auch ein bisschen anstrengend dadurch. Das muss man auch ganz klar sagen. Wie du gerade sagtest, so Büsche, irgendwelche Wege, die sich aufbauen und so. Das ist auch Schnickschnack, was man vielleicht nicht haben will. Aber ich glaube, gerade für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Vorerfahrung mit Age 2 und Age 3 haben und sich noch nicht so krass auf den Grafikstil eingeschaltet. Da, wie viele Schafe habe ich denn bitte gerade? Ich habe 12 Schafe hier rumstehen. Ah, das sind meine Schafe alle. Wir sind echt nah aneinander gestartet. Soll ich, ja, auf jeden Fall. Du bist ja so ein bisschen. Also ich hab meine Riesen direkt am Start jetzt hier. Also da kann ich mir auch demnächst mal eine Nahrung holen. Ist kein Problem. Okay. Ja, aber sonst hätte ich dir ein paar rübergeschickt. Ich weiß gar nicht, kannst du meine Schafe bekehren? Geht das? Ich meine schon. Also immer basierend auf der Erfahrung von Edge 2 würde ich es mal annehmen einfach. Okay. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin versorgt nahrungstechnisch. Dann ist gut. Dann ist gut. So, Hellblauer hat Speer gemacht. Okay, man kann schon aus dem Dorfzentrum anfangen, weitere Speer ausbilden tatsächlich. Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber. Genau. So. Botkin natürlich jetzt schon im nächsten hier, liegt ordentlich vor. Jetzt ist die Frage, ich wollte. Wo ist die Kaserne eigentlich? Ach, da. Ich mache einfach ein paar Soldaten. Rush will ich jetzt hier draus nicht basteln, wir wollen es ein bisschen genießen. Aber ein paar Soldaten sollte man auf jeden Fall mal auf die Strecke bringen, glaube ich. Das auf jeden Fall, ja, gar keine Frage. Interessanterweise, die meisten Einheiten am Anfang kosten gar kein Gold, aber man braucht für alle möglichen Wirtschaftsupgrades Gold. Deshalb bin ich immer noch sehr unsicher, ob man Gold stark fokussieren sollte und wenn ja, wie. Aber das sind alles Sachen, die wir mit Erfahrung dann merken werden. Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass man in Anführungsstrichen mit Trash-Units hier deutlich weiterkommt, als man das in Age of Empires 2 tut. Also dadurch, dass zum Beispiel ja die Bogenschützen auch Trash-Units sind, in Anführungsstrichen. Genau. Wobei die Waffenknechte. Ja, genau. Wobei man der Fairness halber sagen muss, allein der Begriff passt ja hier eigentlich nicht, weil Gold ist ja hier auch eine unendliche Ressource, selbst in Single, in nicht. Ja, genau. Das ist wie bei Age Mythology quasi, wo man auch alleine handeln kann quasi. Mit sich selber sozusagen, beziehungsweise also mit so Posten auf der Karte, besser gesagt. Ja. Finde ich auch echt gar nicht so eine schlechte Lösung. Ja, ich muss halt sagen, cool. Das hat mich auch immer bei Age 2 abgeschreckt. Also die Tatsache, dass du halt einfach, also bestimmte. Hat ganz natürlich eine sehr spezielle Dynamik noch dazu gegeben. Das hat, es hat natürlich hat seine Vorteile, ganz klar, aber auch Nachteile dafür, dass man halt im Late Game sehr aufpassen muss. Das ist natürlich ein strategischer Aspekt, aber schauen wir mal. Geschmackssache, sagen wir mal. Ich gönne mir jetzt mal hier so einen Prälaten, der geht mal auf Gold. So. Ja, ich glaube, da muss man halt wirklich mal gucken, wie jetzt diese Prälaten sich unterschiedlich spielen. Wir haben uns auch noch nicht so ganz entschieden, in welcher Reihenfolge wir jetzt hier die Videos hochladen. Wir wollen ja alle vier Völker einmal vorstellen. Das ist jetzt natürlich hier keine Vorstellung bei uns, sondern eher so ein lockerer Multiplayer-Part, insbesondere halt mit dir als Age-2-Profi. Auch super interessant halt, wie du das Spiel bisher so empfindest und ob du da positiv oder negativ drauf schaust und auf jeden Fall halt sehr interessant. Ja. Also desto mehr ich spiele, desto mehr mag ich es auch. Also man muss ein bisschen mit warm werden, finde ich. Aber den Grafikstil, der gefällt mir ehrlich gesagt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich noch nicht so der Freund von. Aber die ganzen Upgrades für Nahrung sammeln kosten echt viel Gold, sehe ich gerade. Ja. Mein Reflex aus sowohl Edge 2 als auch 3 ist ja sofort die wichtigen Eco-Upgrades zu holen für Nahrung sammeln. Aber hier, sehr teure Angelegenheit. Oh, mein Speer ist abgekratzt, naja. Ja. Botkin, wie funktioniert das mit dem Steuern? Eintreiben von diesen Steuereintreibern? Die laufen einfach nur von Gebäude zu Gebäude und sammeln da Steuern ein. Genau, die werden dir leider als untätige Arbeiter angezeigt, wenn sie mal kurz rumstehen. Sind sie aber nicht anscheinend, also nicht wirklich. So, hier, das ist übrigens mein Prälat, mein Maskottchen, mein Anfeuerer hier.
Der scheint das automatisch zu machen, tatsächlich. Ja, den musst du nur in die Nähe stellen und dann das kriegen alle Einheiten drumherum cool so einen eigentlich. Glow irgendwie. Und jetzt wäre es halt dann ganz gut zu sehen, wie die Sammelraten sind, ne? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Oha. Da laufen gerade so drei Schafe und ein Speer an mir vorbei. Geh ich mir mal die Schubkarre, die bekommt man bei Age of Empires 2 echt spät, aber hier ist eher wie Age 3, dass man mit den Farmen ja echt ein bisschen später anfängt. Ich weiß nicht, ob das auf jeden Fall, also bei Age 2 ist eigentlich die Schubkarre erst dann lohnenswert, wenn man richtig viele Felder hat. Ich glaube hier, da steht halt, dass man allgemein die Sammelreite erhöht, Bewegungsgeschwindigkeit, ja, ist eigentlich der gleiche Effekt. Immer müsste man halt länger testen, ob sich das lohnt. Ja, auf jeden Fall. Naja. Der entscheidende Unterschied ist halt, dass man hier sein Dorfzentrum nicht idlen muss für die Schubkarre. Also das große Problem, warum das sich bei Age of Empires 2 ja nicht lohnt, ist die Tatsache, dass du ja den Payoff hast, dass du dem Dorfzentrum erforschen musst. Und ich glaube, dass erst ab 18 Siedlern oder so einen positiven Effekt hat, also das Ding zu erforschen, statt neuen Siedler zu bauen. Und hier hast du den Trade-off nicht. Richtig, ja. Aber es kostet halt auch alles Gold. Was ich, warum ich mich noch gewöhnen muss, dass man während des Age-Ups Arbeiter machen kann. Ja, das ist halt irgendwie dadurch, dass man diese Wunder baut, irgendwie auch eine coole Sache, finde ich. Ne? Ja, also das ist, finde ich, eine spannende, aber auch eine im positiven Sinn gute Mechanik auf jeden Fall. Ist halt auch wieder so ein bisschen aus Age 3 inspiriert. Haben wir auch schon erzählt gehabt, durch die asiatischen Wunder, die ja praktisch auch gebaut werden durch Siedler, man dadurch das Dorfzentrum weiter nutzen kann. Dafür starten die asiatischen Völkern halt per se mit einer etwas schlechteren Wirtschaft so. Hier ist es jetzt so, dass es natürlich alle gleichermaßen betrifft. Das ist eigentlich, finde ich, ganz cool. Ja. So, was braucht man für die Und man hat halt dadurch nochmal langfristigere Auswirkungen von den Entscheidungen. Also bei Age 2 gibt es ja keine Entscheidungen beim Age-Up eigentlich, nur wann man es macht. Bei Age 3 kann man sich wenigstens noch aussuchen, mit welchem Bonus man quasi in die nächste Zeit geht. Ähnlich bei Age of Mythology. Aber hier, ja, das geht vielleicht schon eher in Richtung Age of Mythology. Du hast halt ein Gebäude und Boni, die erstmal dein Zeitalter quasi so ein bisschen definieren. Also ich habe jetzt hier so eine Art Superschmiede, in der ich alle Sachen ein bisschen günstiger und schneller erforschen kann. Und genau. Wer hat die Briten nochmal? Ich habe die Engländer, genau. Ich habe die Engländer, Java. Genau. Du kannst halt deine Langbogenschützen in deinem deiner Ratshalle richtig, genau. Ich schneller und günstiger ausbilden. Das ist richtig. Auch richtig gut. Das habe ich halt auch gemacht. Und ich glaube, die werden ja dadurch auch irgendwie nochmal ein bisschen stärker oder so. Es verbessert Einheiten in der Nähe. Nee. Genau, in der Nähe sind die Einheiten stärker, das ist auch nochmal ein Bonus, ja. Genau, und man hat irgendwie die Möglichkeit, die nochmal, genau, man kann die verbessern, dass die irgendwie diese Lagerfähigkeit kriegen, ne, dass die Lager aufbauen können, um sich da zu heilen. Auch ganz lustig auf jeden Fall. So, jetzt müsste ich gleich mal hier ein bisschen expandieren und noch ein bisschen mehr Nahrung eintreiben. Habt ihr Lust, mal irgendwo ein bisschen zu stressen? Wie viel Militär habt ihr so gemacht? Ich habe immer so sporadisch ein paar Einheiten gemacht. Ja, gerade. ich habe so 20 Bows oder so, habe halt bisher relativ wenig Reiter. 20 kommt ganz gut hin, ein paar Spears, ein paar Bows. Okay, mach mal 13 Bows. Ich glaube, der Lila ist am nächsten dran, ne? Ich weiß nicht, wie kann man denn pingen hier? Ich sehe keinen Lila. Unten rechts. Da wohin? Lass uns da mal irgendwie sammeln, wo ich gerade gepingt habe. Ja, machen wir. Wir sind auch schon auf dem Weg. Hier kill ich gerade auch schon einen Speer und krieg die beiden Schafe von ihm. Brüche von denen sind noch geil als die bei den Teutonen im Age 2. Ja, die sind geil, ne? Das stimmt. Ja. Die fand ich auch super. Und manche Einheiten klingen halt einfach 1:1 wie moderne Österreicher. Das ist total lustig, dass also die meisten halt so Altdeutsch sprechen, aber manches auch so ein bisschen modernes Österreichisch angeht. Oder ja, also zumindest mein ungeübter Eindruck. Die Teutonen, die waren immer klasse. Zerstörme! Genau. So, ich bin ein bisschen später hier losgelaufen, wie es aussieht, aber wir haben keiner von uns hat wirklich Kavallerie, oder? Das ist auch nicht so schlimm. Nö. Ich habe auf jeden Fall die schwere Infanterie dabei und ja, wir können auch mal zu diesem Gold laufen. Gibt es eigentlich viel Hotkey für? Steuerung und E. Das klappt aber nicht. Schade. Ah doch. Nur meine E-Taste, die man wieder klemmt. Dahin. Also ungünstig. Ja. Vielleicht noch ein Argument für ein bisschen neue Hardware, ne? Möglicherweise, ja. Ich baue jetzt gleich auch mal einen Marktplatz. Dann können wir mal anfangen, ein bisschen zu handeln. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Noch haben wir ja Gold. Nee, also ich würde es auch tendenziell erst immer ein bisschen später machen. Aber das ist so meine Age 2 Bias natürlich.
Okay. Der Gegner hat direkt einen Turm an sein Lager, an sein Haupthaus gebaut. Das ist natürlich defensiv recht lästig. Ja. Ja. Aber wir können ja vielleicht außen rum gehen, so ein bisschen. Mal gucken, was der. Der hat auf jeden Fall schon einen Markt. Okay, da kommen jetzt auch die ersten Reiter. Wo? Ach so, ah, ich hab mich einfach umgedreht. Und, aber gut, da ist genug Schwerträger, ist kein Problem. Doch, Mann, hier. Dein will ich auch mal sammeln, ne? Oh, der, guck mal, der Grüne kommt helfen. Zieh mich mal zurück. Sag Bescheid, wenn ihr, Marktplatz baut, ne? Dann können wir anfangen zu traden. Ja, mich würde da tatsächlich auch mal interessieren, ob das wie bei H2 ist, dass die Distanz eine Rolle spielt. Tut sie ganz eindeutig. Okay. Alles andere wäre ja schön doof. Tatsächlich schon, ja. Also so. Ich habe irgendwas zwischen ein, zwei oder paar 30 und 2 Gold gekriegt, je nachdem wie nah ich dran war. Also das macht einen drastischen Unterschied. Boah, haben wir 4 unnötige Dorfbewohner, das kann ja nun nicht sein, also hier, also das. Aber das mit diesen Steuereintreibern ist ganz lustig, also ich kann mich momentan halt irgendwie vor Gold nicht so richtig retten als China. Ja, mit deinen Landsknechten machst du dann natürlich relativ kurzen Prozess mit der Bogenschützenschaft da. Ja, bin ich sicher, also die sterben so ein bisschen hart im Turm, hab ich das Gefühl. Und das Spiel hat mich gerade gewarnt, dass ich FPS-Probleme haben könnte, weil mein PC nicht mitmacht. You can do it, PC! You can do it! Ja, ich glaube auch an ihn. Nein, wir haben das falsche Gebäude gebaut. Ich baue immer das falsche Ablagergebäude. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Okay, ja. Jetzt haben wir hier die erste Hand, die uns jetzt dann auch doch mal ausgelaufen ist. Ist doch schön. So. Ja, ich bin jetzt gerade auch fleißig am Felder bauen. So, ich habe nur noch 3 Bogenschützen übrig, der Rest ist mir in den Turm gelaufen, aber gut. Ich glaube, den haben wir schon ganz gut gestört. Ganz gut unter Druck gesetzt. Ja. Ich habe jetzt die ersten Ritter am Hochlaufen. Wie schon meine Mutter immer sagte, wenn ich mir wieder einen Finger abgeschnitten hatte, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, richtig. So ist es halt, ne? Machst du nix. Bereit, etwas Arbeit zu tun. Ja, das hoffe ich doch. Ich finde es halt auch echt mega süß. Okay, hier unten sind. Ich glaube, ich baue mal noch ein paar Bows. Generell ein paar mehr Units. Wäre schon gut. Ja, ich habe tatsächlich das meiste wieder verloren. Ne, ist doch schön. Deswegen spielen wir ja mit dir, weißt du? Ja, genau. Finde ich auch süß, irgendwie so. Der Typ, so, der hier eigentlich halt. alles im Wegcarrying sein sollte. Ja, also leider ist mir da jetzt alles krepiert. Upsi. Ja, ich habe mich tatsächlich sehr auf euch verlassen. Klassiker. Ja, verlass dich auf uns und du bist verlassen. Ja. Hat schon, weiß ich nicht. Von uns und allen guten Geistern. Richtig. Ich bin nach wie vor zu dumm, um die richtigen Ablager über jetzt anzuklicken. Das ist echt erstaunlich. Wird schon noch. Ja. So, jetzt habe ich hier Landsknechte, genau. Machen wir noch direkt 5 Stück davon. Oh, wow. Das ist hier wie bei den Russen. Die können das in diesem einen Gebäude nur als Batch ausbilden, oder wie bei Age of Empires 3. Im Allgemeinen kann man das ja so als Gemeinschaftsprojekt einstellen. Benötigt Song-Dynastie oder Geisterpfad und zuvor freigeschaltete Song-Dynastie? Okay. Geisterpfad. Wie schalte ich denn diese Dynastien frei? Errichten Sie beide Wahrzeichen, um diese Dynastie freizuschalten. Ah ja, verstehe, okay. Ich habe aber jetzt aus jedem Dorf einen Hund. Ja, okay, gut, das ist natürlich affig. Okay, verstehe, ja. Man muss also sich tatsächlich nicht nur direkt an den Boni orientieren, sondern man muss schon auch ein bisschen schauen, was man... Ja, manche Sachen werden anscheinend gelockt, sobald man in einer anderen Dynastie ist. Dann sind ein paar Sachen nicht mehr verfügbar. Ja, genau, das habe ich auch gerade gesehen, dass ich also nie mehr da Zugriff auf alle meine... wie heißt es, auf alle meine Dinge haben werde. Ne? Ja. Das ist halt eigentlich auch ganz cool als Mechanik, finde ich, dass man halt so ein bisschen auswählen muss. Ein bisschen mehr Entscheidungs... Ja, und ich finde das halt, das finde ich allgemein halt schön, dass das Spiel halt irgendwie, dass die Völker sich schon sehr unterschiedlich spielen und dann auch mit diesen Wundern und so auch wieder die Spielweise deines Volkes ein bisschen
ja, ein bisschen persönlich gestalten kannst einfach. Das ist halt irgendwie echt ganz cool, finde ich. Okay, gerade stehe ich da unten jetzt irgendwie ziemlich alleine, ne? Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, dass wir noch kämpfen, aber gut, das kann ich nicht. Ja, also, tut ihr auch nicht. Vollkommen richtig. Nein, alles gut. Ja, ich beweise dir jetzt gerade, dass man mit dem Deutschen tatsächlich, oder ich sag mit dem Deutschen, mit dem Heiligen Römischen Reich, tatsächlich weitere Dorfzentren bauen kann. Wow. Ja. Game Changer für den Java gerade. Crazy, ey. Absolut crazy. Was baue ich hier eigentlich immer? Wo sind sie eigentlich gut? Nahkampfschaden verursachen Flächenschaden, Landsknecht. Ah, die sind so wie die Kammerjucks, okay. Aus Dings. Sie sind halt einfach wie die Landsknechte aus Age of Empires 3. Gut, also die habe ich auch nicht probiert, deshalb, ja. Wobei die standardmäßigen machen die auch Splash Damage. Du hast deutsche mehr gespielt als ich, ja, weil ich glaube. Die Doppelsöldner machen standardmäßig Splash Damage, ja. Die haben Wirkungsradius von 1. Wow, wie viel Gold habe ich denn bitte, ey? Schluss jetzt. Schluss mit Gold, Schluss. Schluss. Einmal abladen bitte und dann fangen wir an, hier stattdessen ein bisschen Holz zu sammeln. Aber lass uns mal den, da wir alles schon so ein bisschen, oder teilweise, hoffe ich, den Markt genutzt haben, mal den Edge 2 Move und bauen Märkte in den Ecken. Oh, Kamele. Baust du gerade auf offensive Burg? Mhm. Sehr schön. Auch ein klassischer Edge 2 Move, du lernst dazu. Danke. Man gönnt sich ja sonst nichts, weißt du? Genau, muss ja sein, ja. Ja, ich baue jetzt mal hier oben einen Marktplatz. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Also, ob ja, da nicht da ist. Ja, diesen... da laufe ich auch gerade hin tatsächlich. Ich hatte. Obwohl, die andere Ecke wäre für mich viel besser. Machen wir das doch mal. Was greift mich denn da an? Ist das ein Geier? Und da ist so ein Wolf. Frech. Ja, auf absolut jeden Fall. Absolut frech. Stich ab das Tier, los! Lass das Peter nicht hören, sonst ist Peter sauer. Völlig nachvollziehbar auch. Wenn ich hier offen fordere, Tiere abzustechen, das findet Peter, glaube ich, gar nicht lustig. Ja gut, allgemein natürlich nicht so nett. Muss man schon... Allgemein nicht. Ups. Ah, ich wollte eigentlich das Gebäude. Ich krieg's nicht hin, die richtigen Gebäude auszuwählen. Ich gebe es einfach auf, ich krieg's einfach selber an. So. Fuck it! Waffenknechte kriegen nochmal plus 2 Angriff, ja, das hört sich super an. Obwohl meine Waffenknechte hier gerade irgendwo reingelaufen und verreckt sind, aber sie sind für deine Ritter gestorben und das gibt mir sehr viel Kraft. Yay, danke. Freue mich. So, dann können wir jetzt ja hier mal ein bisschen Randale machen, würde ich sagen. Ich mag Waffenknechte. So, wo gibt's da noch Gold? Das frage ich mich ehrlicherweise gerade auch. Bei den Gegnern unter anderem, ne? Ich frage mich das ehrlicherweise direkt nicht. Direkt neben meinem Marktplatz wäre auch ein Handelsposten gewesen. Ich bin also ein Spezialist, ey. So, jetzt baue ich hier schön oben in der Ecke auch nochmal einen Marktplatz. Dann probieren wir es doch gleich mal aus, ob das uns reich macht. Ja, tut es auf jeden Fall. Wo sind eure Marktplätze? In den Ecken jeweils. Ach guck mal, da ist sogar noch ein Handelsposten direkt daneben. Auch lustig. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Das hat mich auch etwas überrascht. Ah, okay, interessant. So, ich habe jetzt mal meinen ersten Trivok da. Und ich glaube, ich gehe jetzt auch mal ins Imperialzeitalter. Nein, tue ich nicht. Okay, never mind. Fuck it. Mir fehlt es dafür momentan hart am Gold, muss ich gestehen. Ja, davon habe ich genug. Ich habe 3000 Gold. Mir fehlt es gerade eher an Nahrung, wobei ich die jetzt auch zusammen habe. Also, so what. Ich würde dir ja was an Tribut schicken, wenn ich kann, aber ich weiß nicht wie. Oben rechts über den Button. Ja. Da... Wir können ja ein bisschen tauschen. Ich schick dir 1000 Nahrung, du schickst mir 1000 Gold. Ist der Niederlein nicht tot oder was? I'm good. Ich hab meinen Viertel schon im Bau. Ja, ich aber nicht. Ich will dein Gold haben, Junge. Ja, du wieder. Geld. Du willst wieder haben. Nee, klar, sicher. Natürlich will ich haben. Das sollte man doch jetzt mittlerweile gelernt haben, oder sehe ich das falsch? Sollte man allumfassend verstanden haben, wie das bei uns funktioniert, ne? Haben. Ja.
Mach mir Thumbnails, mach mir Videotitel. Hast du mir jetzt was geschickt, oder? Ja, ich habe dir 1000 Nahrung geschickt. Ach ja, klar. So, das kostet ja Spaß hier. Wow, das ist ja richtig. Wow, so viel Nahrung? Das hat es bei den Chinesen nicht gekostet. Da war es günstiger. Schwäbischer Palast habe ich hier und den Elsbach-Palast. Ich hätte erhofft, dass der. Ja, gut, der Schwäbische Palast ist natürlich ein bisschen günstiger. Dient als Dorfzentrum tatsächlich. Guck mal, da hättest du noch eins gehabt. Ja, genau, den hatte ich vorhin auch gebaut. Also ins Imperialzeitalter, das habe ich schon mitbekommen, dass das geht. Hm, interessant, interessant. Achtung, Gesellen. So, kann man denn wenigstens sehen, wie viel Gold die gerade tragen? Nee, das auch nicht, ne? Doch. Ja. Klick doch einfach an. Achso, die haben einfach gerade noch kein Gold. Da hätte ich mal vielleicht einen anderen finden müssen. Ja, das sieht man schon. Also der hat 15 Gold gerade. Okay, dann ist ja die Distanz auf jeden Fall sehr relevant. Ja, ja, hundertprozentig. Ich weiß nicht, mein erster müsste jetzt langsam auch mal angekommen sein, hoffe ich. Ja, demnächst mal. So, wo haben wir denn mal ein paar lustige Arbeiter? Nehmen wir doch mal euch. Apropos lustige Arbeiter, man könnte eigentlich mal so ein paar Frontgebäude bauen, finde ich. Ja, ein paar Frontgebäude würde ich von euch durchaus da auch begrüßen, glaube ich. Ja, ist alles im Bau. Mhm. So, ich habe schon mal das Tor bei von dem einen Kollegen da oben eingerissen. Also langsam ruckelt bei mir ordentlich. Bei euch ist das nicht spürbar, ne? Bei uns ist alles easy. Okay. Ja. Sprich nur für dich, Pleb. Das ist schade, ja. Schade. Schade. Ja. So, dann bitte. Guck mal, die können ja keine Mauern angreifen von sich aus. Aber gut, der klassische H2 hat sich durch das Abholzen eine Lücke gemacht. Durch welches Abholzen hat er sich wohne Lücke gemacht? Er hat sich durch Abholzen eine Lücke in den Wall gestanden. Wo denn? Der grüne, warte. Ich sehe die Farben nicht, ich sehe nur rot. Dann hast du Teamfarben an, das ist generell eine gute Idee. Das sollte ich dann wahrscheinlich auch mal ändern, ja. Guter Punkt. Das wäre eine gute Maßnahme, ja. Nee, ich habe es jetzt geschafft, meine Dynastien so zu bauen, dass ich keine einzige von den Einheiten freischalte. Geil. Ja, Talente, ne? Hat jeder. Naja, nicht jeder. Ich habe hier mal ein Gegenbeispiel, mit dem ich spiele. Hohoho. Das Gegenbeispiel kommt da gleich rüber. Sorry. Das heißt gleich rüber, ihr seid doch ein paar Kilometer auseinander, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das stimmt, ja. Insbesondere jetzt gerade, durchaus. Kann hier irgendwas Lustiges dann machen? Da kommen Kanonen, immer gut. Sind meine Habacha da eigentlich noch irgendwas? Nö, natürlich nicht. Geil. Komm, du kannst das mal gerne nochmal. Okay. Ich versuche irgendwie, ich habe immer noch Probleme damit, alle Gebäude auseinanderzuhalten. Das ist richtig. Ja, das braucht wahrscheinlich. Richtig traurig. So, es hat jetzt ein Kloster, es hat eine Kaserne. Ich sehe das doch auf den ersten Blick nicht. Alles ist das Gegenbeispiel kommt da gleich rüber. Ich sag das nochmal. Ah ja, okay, verstehe. Die restlichen Wunder, die kann ich aber jetzt sozusagen nachbauen. Also. So, haben wir irgendeine Vorstellung davon, welcher von denen noch nicht tot ist? Ja, ich kill hier unten gerade die Aachener Kapelle. Die nicht. Der Grüne ist jetzt irgendwie gestorben, obwohl ich nur zwei Gebäude kaputt gemacht habe. Das war anscheinend alles, was er hatte. Das ist. Ja, jetzt habe ich hier noch einen gekillt. Das heißt, ich glaube, der letzte, der müsste hier unten sein. Ja. Also, wenn die noch leben, dann haben die noch Farben. Richtig. Sind die ausgegraut. Richtig. Korrekt. Jetzt habe ich den Scheiß auch endlich verstanden. Okay, ja gut, ich muss halt sozusagen die beiden Wunder jeweils vom Age-Up bauen, auch wenn ich sie nicht sozusagen zum Age-Up benutze, sonst schalte ich die Einheiten nicht frei. Deswegen habe ich jetzt die Grenadiere nicht dabei und die Zungenu, Shugenu wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die eigentliche Aussprache für Chukunu. Ja. Wahrscheinlich, ja. So schön, guck mal, so lernt man nie aus. Ja, das ist wirklich wunderbar. Ich will nicht lernen. Ich habe schon 18 Stunden Mathe gemacht heute. Irgendwann ist Schluss. Nachvollziehbar. So, hier oben ist auf jeden Fall noch ein Dorfzentrum. Versichere, es wird gut gebaut. Ich finde die Tonausgabe, muss ich sagen, finde ich echt süß. Das gefällt mir echt gut. Ja. Weil so langsam leckt es hier so, dass ich meine falschen Gebäude gar nicht mehr loswerden kann. Okay, also. Auch ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja.
Ja, spiel halt kein 3-4-3. Auf der Mauer. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Ich möchte Folgendes zum Protokoll geben. Meine Leute sind also wirklich so doof wie Bohnenstroh, weil oben stehen die Bogenschützen und schießen von der gegnerischen Mauer runter. Unten steht Herr Wacha und schießt auf den Turm, auf dem die Bogenschützen stehen. Ja, das ist irgendwie nicht ganz durchdacht, das stimmt. So, hier ist noch das Haus der Weisheit, was wir noch kalt machen müssen. Da sind wir gerade schon gut am Vorlaufen. Ja. Wie 10 untätige Dorfbewohner. Sag mal, wo kommen wir denn da hin? Ich habe das die ganze Zeit ganz gut geschafft hier mit Dorfbewohner auslasten. Aber 3v3 ist halt schon krass, wie groß die Karten auch einfach sind. Ne? Ich meine, ich finde es schön, auch so mit diesen Steilpässen und so. Es sieht schon einfach hübsch aus, finde ich. Aber es ist auch... Ah, die KI ist eliminiert. Nice. Ich konnte gar meine Kanonen nicht zum Einsatz bringen. Nein! Ah, nein! Ja, ich muss an der Stelle mal mich mit meinen eigenen Zuschauern natürlich entschuldigen, dass es ein bisschen in die ruckelige Richtung ging gegen Ende. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen genießbar war. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wahrscheinlich wurden die hauptsächlich auch durch eure Stimmen unterhalten, von daher ist es ja alles in Ordnung. Du hast ja geredet, also deine Stimme hat ja nicht geruckelt. Die Stimme war einwandfrei. So, mal glatt in die Zeitlinie geguckt. Interessiert mich. Ja, da meine immer noch am höchsten, was auch immer ich gemacht habe. Mein Gott, ich muss wirklich alle sehr nahe. Ich muss wirklich die Feind Farben umschalten, weil ich sehe jetzt nur zweimal gelb, aber ich denke mal, Botkin liegt oben, aber wir sind nicht so weit auseinander. Wir sind sehr nah aneinander in allen. Und ich habe Anzahl aller Rohstoffe, möchte ich mal kurz anmerken. Am Anfang des Spiels extrem reingeschissen, aber am Ende. Ja, da hat er nochmal gut angezogen. Wie auch immer. Reliquien gesammelt und Dorfbewohner technisch schlage ich nicht vor dir. Ich habe 3000 Gold und danach hast du alles weggebuttert. Ja, ja. Gut, ich habe halt irgendwie auch eine riesen Menge an Gold. Ich habe irgendwie Deru 1000 Gold gespendet und dann habe ich halt irgendwie angefangen, sehr viele Ritter zu bauen und war ja auch der erste von uns sogar im Imperialzeitalter. Ja. Mensch. Ja. Mensch. Hätte ja schlimmer laufen können, Wahnsinn. Ich meine, wie gesagt, wir brauchen nicht drüber reden, dass du uns spieltechnisch komplett an die Wand spielen würdest in allen Belangen. Aber ja, jetzt so also rein in dem Spiel anscheinend nicht. Also wir liegen sehr gleich auf in allen möglichen Punkten. Na gut, du hattest ja auch technische Probleme, das darf man das nicht werden. Die Entschuldigung muss ich mitnehmen, tatsächlich. Die Ausrede, die nehme ich. Ich will darum bitten, wir wollen hier definitiv... Nein, aber es war eine sehr schöne Runde und ich bin sehr gespannt. Ja. Wer weiß, vielleicht werden die Karten ja jetzt doch nochmal komplett neu gemischt. Du hast im Moment natürlich auch das große Handicap, dass du deine Hotkeys nicht nutzen kannst, das so wie du es gern willst. Wir hatten nie welche. Genau. Das ist halt der Vorteil, ja. Das ist auch ein anderes Handicap. Naja, ehrlicherweise, Grid-Layout zum Gebäudebauen benutze ich hier. Da habe ich mich ja mit der Definitive Edition in Age 3 wirklich dran gewöhnt. Und das kann man ja hier auch einfach so benutzen. Ja, das gefällt mir auch. Also die benutze ich auch alle. Mein einziges Problem liegt daran, dass ich die ich zusätzlich gerne einrichten würde, dass die einfach nicht angenommen werden. So wie untätige Dorfbewohner. Zum Beispiel, aber das mag einfach quote-unquote Feature von der Closed oder Open Beta in diesem Fall sein. Ja, ich denke, das kommt noch. Ja. Aber ich finde das so zum Kotzen, dass ich erst Q drücken muss und dann das Grid Layer benutzen kann, um irgendwas mit den Dorfbewohnern zu bauen. Deswegen, also so also beim Einheitenbauen oder so benutze ich das schon, aber bei Dorfbewohnern klicke ich in der Regel momentan drauf, weil es mir zu blöd ist, zweimal drauf zu drücken. Habe ich das Gefühl, einmal mit der Maus geht schneller, aber. Ja, nachvollziehbar. Naja. Naja, es war eine sehr schöne Runde. An der Stelle mal an alle Zuschauer von uns gerne mal bei Botkin Error vorbeischauen, falls noch nicht geschehen. Der wird insbesondere zu H4 sicherlich jetzt auch einiges an Content bringen. Und was H2 angeht, ist er definitiv die Anlaufstelle, wenn ihr da Interesse an Videos habt. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen und auch gerne nochmal bei uns auf dem Community-Discord für Age of Empires vorbeischauen. Genau, da ist jetzt nicht nur Age of Empires 3, was ja quasi der Start für die Battle Brothers war, zum Thema, sondern ganz Age of Empires ist quasi einfach ein deutscher Community-Discord geworden mittlerweile. Könnt ihr alles Mögliche finden. Ich versuche mich da auch ab und zu mal in die Age 3-Diskussionen einzubringen, vielleicht den Age 2-Bereich etwas mehr zu beleben. Also den kann ich auch mal bei mir in dem Video dann verlinken, dann findet ihr das auch. Und Age 3-Content findet ihr bei den Battle Brothers deutlich mehr als bei mir, aber... da bei mir alle 3 Jahre mal ein Video dazu zum Thema kommt, ist das nicht so schwierig zu überbieten, glaube ich. So wie bei uns H2. Also wir besetzen gute Ergänzung auf jeden Fall. Wir besetzen da genau die andere Front jeweils. Und jetzt alle H4, also. Richtig, das ist der Plan. Genau, richtig. Ja. Also mittlerweile, glaube ich, sind wir über 1000 Mitglieder in der Community. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch euren Mate in eurem Spielbereich finden, wenn ihr Lust habt, irgendwie H2, 1, Mythology, 3, 4 mit irgendjemandem zu zocken oder Fragen habt, technische Probleme habt, also da kann euch sicher geholfen werden. Schaut auf jeden Fall mal vorbei.
findet er, wie gesagt, in der Videobeschreibung, eventuell auch bei Wodkin, wenn ihr viel Glück habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Richtig. Ja. Ciao, ciao. Cheerio.